Willkommen zu einem weiteren Screencast und heute zeige ich euch vier geniale Anwendungsmöglichkeiten der Ahrefs Content-Lücke. Viel Spaß! Als erstes schauen wir uns an, wie wir das Feature Content-Lücke dafür verwenden, einen möglichst vollständigen Artikel zu schreiben. In unserem Fall sagen wir, wir wollen einen Artikel schreiben über eine Anleitung zum Google Keyword Planner, also wie man den verwendet, etc. etc. Das heißt, ich kann jetzt die SERPs manuell checken, wir checken es jetzt einfach in Ahrefs. Das heißt, ich bin jetzt da drin, Google Keyword Planner, und ich schaue mir die Top 10 an. Und in unserem Fall, welche Ergebnisse können wir jetzt mal für unsere Recherche ignorieren, weil wir die sowieso nicht die gleiche Suchintention haben, sagen wir mal. Wir bieten kein Keyword-Tool an. Wir wollen ja Anleitung schreiben, das heißt, Ergebnis 1 und 2 können wir ignorieren, aber interessant für uns ist der Beitrag von TEN, eben diese Anleitung, dann von der Online Solutions Group, dann von Luna Park, Takeoff PR und Systrix. Das heißt, das sind Seiten, die vergleichbare Beiträge wie wir geschrieben haben, und wir schauen uns an, für welche Keywords ranken diese Seite. Das heißt, wir kopieren uns diese 5 URLs, springen in die Content-Lücke, kopieren das da rein, stellen natürlich immer hier das Richtige ein. Das heißt, in unserem Fall, wir wollen nicht ein Prefix. Prefix wäre jetzt verzeichnisbasiert. Das heißt, würde es hier noch weitere Verzeichnisse geben, würden die mit eingerechnet werden. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir stellen da überall URL ein. Habe ich eh schon gemacht, das ist jetzt egal. Und wenn wir jetzt sehr präzise recherchieren wollen, also was sind jetzt wirklich Subthemen, die jede dieser URLs abgedeckt hat, dann sage ich, jedes dieser Ziele soll für dieses Keyword ranken und eines dieser Ziele muss mindestens in der Top 10 sein. Wieso muss das eigentlich in diesem Fall immer angehakt werden? Weil wir daran erkennen, ob wir überhaupt die Suchintention treffen können. So, aber wie wir es immer machen, um wirklich einen möglichst vollständigen Artikel zu produzieren, wir sagen mindestens eines dieser Ziele, damit wirklich alle Keywords angezeigt werden. Und wenn wir das jetzt klicken, ich habe das jetzt schon gemacht, weil sonst dauert es Jahre zum Laden, sehen wir, er spuckt uns für Deutschland 128 Keywords aus, für die diese URLs ranken. Und natürlich, wir haben unsere Main Keywords, Keyword Planner und Google Keyword Planner. War klar, dass die da auch angezeigt werden, aber was jetzt interessant ist, sind eigentlich diese Subthemen oder diese Secondary Keywords, die wir mit der gleichen Seite ranken können. Wie wir da sehen, rankt zum Beispiel Luna Park für das Keyword Keyword Tool auf Platz 6. Super interessant zu wissen. Dann wieder Luna Park für Keyword Recherche auf Platz 6. Das heißt, die User wollen offensichtlich nicht nur wissen, wie man den Keyword Planner verwendet, sondern wirklich auch konkret wissen, wie man grundsätzlich mal Keyword-Recherche macht. Und sie wollen auch wissen, was es für alternative Tools gibt. Also da sehen wir zum Beispiel Karma Keyword Tool oder wie man generelles Suchvolumen ermittelt. Und das ist ja vor allem im Kontext des Google Keyword Planners interessant, weil die Daten ja im Google Keyword Planner, wenn man nicht weiß, wie man sie interpretieren muss, kann es sein, dass man das Ganze komplett falsch deutet, weil Varianten werden ja bei Google zusammengefasst und dadurch, wenn man jetzt eine Keyword-Recherche mit dem Google Keyword Planner macht, kann es passieren, dass man glaubt, dass viel mehr Volumen vorhanden ist, als in der Realität eigentlich da ist. Dann als zweites, verwenden wir die Content-Lücke, um schnell neue Inhalte, also neue Content-Ideen für ein Projekt. In unserem Fall wollen wir jetzt mal für Evergreen Media neue Content, neue Themen uns recherchieren, und da habe ich jetzt ein paar Konkurrenten herauskopiert aus den Suchergebnissen. Wichtig ist jetzt zu verstehen, die sind jetzt nicht vielleicht Konkurrenten, so wie Systrix, die die gleiche Leistung bieten wie wir, sondern es sind Konkurrenten, die um die gleichen Keywords kämpfen wie wir. Und da haben wir jetzt eine schöne Liste mit 7 Stück. Natürlich, je mehr es sind, desto länger braucht man meistens Ahrefs, um die Daten zu laden. Aber dafür, je mehr Potenzial habe ich auch für neue Ideen. Und ihr könnt es auch da oben wieder spielen. Mit je mehr, also je weniger unterschiedliche, also
Das ist so witzig zu erklären. Also, was ich da einstellen kann, ist, ob diese Seiten für das alle für das Keyword ranken oder nur eines dieser Ziele. Und natürlich, wenn ich einstelle, jedes Ziel dieser Ziele muss für das Keyword ranken, dann kriege ich viel weniger Ergebnisse, als wenn ich einstellen würde, mindestens eines dieser Ziele, dann kriege ich einfach alles. Also wirklich alles ausgespuckt. Das heißt am grobsten. Das heißt, damit ich eine halbwegs gute Mischung kriege, sollte ich starten mit dem strengsten, weil dann sehe ich, welche Keywords sind für all diese interessant und das sind dann vielleicht auch tatsächlich die interessantesten Themen für mich. In unserem Fall wäre es aber so, wenn ich jetzt jedes dieser Ziele sagen würde, dann kommt, glaube ich, raus vom Testen her nur Google AdWords und Google Keyword Planner oder so. Das ist eigentlich überhaupt nicht interessant für uns. Die besten Resultate habe ich jetzt gekriegt mit mindestens drei dieser aufgezählten Ziele, weil es dann von den Teilmengen relativ gute Ergebnisse liefert. Wichtig wie immer, mindestens eines dieser Ziele sollte in den Top 10 ranken, damit wir wissen, dass wir auch dort ranken können von der Suchintention her. Und dann natürlich nicht vergessen, da wir ja für evergreenmedia.at recherchieren, wollen wir einstellen, dass wir dort noch nicht ranken, weil damit gewährleisten wir, dass nicht Themen angezeigt werden, die wir eigentlich schon abgedeckt haben. Und dann, was wir rauskriegen, ist wahnsinnig interessant. Da kommt jetzt zum Beispiel Google AdWords raus. Google AdWords wird uns egal sein. Man muss natürlich schon, es ist jetzt nicht eine perfekte Liste, die man jetzt sofort verwenden kann, aber es ist eine relativ kurze Liste aus meiner Sicht mit 500 Keywords, wo viele interessante Themen für uns drin sind. Jetzt zum Beispiel trotzdem der Google Keyword Planner oder Google Page Speed, Crawler, SSL-Verschlüsselung, Google Update, was noch interessant für Evergreen Media vielleicht. Bounce Rate, Google Indexierung, Duplicate Content und damit sind wir am Ende. Also relativ schnell haben wir einige sehr gute Themen recherchiert, die für diese Nische, die SEO-Nische ist jetzt nicht gerade gigantisch, ordentliches Volumen haben, nur durch die Verwendung der Content-Lücke. Was ich jetzt euch trotzdem noch kurz zeige, ist, was passiert, wenn wir jetzt jedes dieser Ziele eingestellt hätten. Dann kriegen wir natürlich, all diese Seiten müssen für das gleiche Keyword ranken und da gibt es nur Google AdWords Keyword Tool, Google Keyword Planner und Google Index prüfen. Alle anderen Keywords gibt es welche dabei, die nicht für das Keyword ranken. Das heißt, wie cool ist das innerhalb von, wenn ich das jetzt laden hätte lassen, hätte es wahrscheinlich ungefähr 4 Minuten gedauert, hätte ich schon Themenvorschläge, neue gute Themenvorschläge für Evergreen Media. Eine weitere geniale Anwendungsmöglichkeit der Content-Lücke ist für das Zusammenführen von Content. Weil, wie es bei den meisten Websites über die Jahre passiert und auch bei Evergreen Media, ist es oft so, dass man nicht ein Thema mit einem genialen Beitrag abdeckt, so wie wir es jetzt gemacht haben bei WordPress SEO, da haben wir einen umfangreichen Ratgeber gemacht, wo wirklich alles drinsteht, Yoast SEO, was auch immer, alle Subthemen. Das heißt, der Artikel rankt Platz 1 für WordPress SEO, rankt Top 5 für Yoast SEO und so weiter. Das heißt, das Thema ist gehandelt, sondern meistens ist es so, hier ein Blogbeitrag, da ein Glossarbeitrag, hier crappy Post, so und so und nichts rankt wirklich gut. Und bei Evergreen Media ein sehr gutes Beispiel ist dafür Backlink und Backlinks. Und da sehen wir zum Beispiel, wie evergreenmedia.at in Deutschland rund um das Thema Backlink rankt. Und zwar, das sind alles so Glossar, Backlinks-Wirkung, gute Backlinks kaufen, Webkataloge Österreich, bla bla bla. Das sind alles so kurze Blogartikel, Glossar-Einträge, die aber alle nicht wirklich gut ranken. Also das beste Ranking rund um Backlink ist Platz 15. Naja, das geht besser. Und da ist eben die Content-Lücke auch eine feine Sache, weil was man jetzt machen kann ist, man sollte in diesem Fall, man muss jetzt nicht alles über den Haufen werfen und einen kompletten neuen Beitrag unter einer neuen URL publizieren, sondern was man ja viel schlauer machen kann ist, man bestimmt einen Gewinner, das heißt, welche Seite von die performt am besten und dann führt man alle Inhalte dort zusammen. Das heißt, alles, was man auf den bei den anderen Beiträgen abdeckt, aber dort nicht, führt man da, ergänzt man diesen Artikel und dann redirectet man alles auf diese eine URL. Und jetzt schauen wir uns kurz an, diese unterschiedlichen URLs, wie die ranken. Zum einen haben wir mal den Glossarbeitrag, rankt für 29 Keywords, organischer Traffic 18. Dann Backlinks Wirkung. 33 organische Keywords, 47 ist wahrscheinlich schon das höchste der Gefühle
Und dann haben wir noch unsere gute Backlinks kaufen URL und die ist sowieso unter aller Sau. Das heißt, wir haben jetzt diese drei URLs und was wir machen, nicht überraschend, wir kopieren sie in die Content-Lücke, sagen mindestens eines dieser Ziele, damit wir sehen, dass wir alles sehen, alle Keywords, für die diese drei URLs ranken. Und wir haben hier unseren Gewinner eigentlich schon bestimmt. Also Backlinks-Wirkung rankt gut. Und ich zeige euch jetzt was Lustiges zum Beispiel. Themenrelevante Backlinks kaufen, würde man jetzt denken, da sollte ja der Kaufen-Artikel ranken. Aber der Kaufen-Artikel ist ja der in der dritten Spalte. Das heißt, es rankt alles kreuz und quer. Und man sieht ohnehin schon bei der Content-Lücke jetzt deutlich, es ist meistens die mittlere URL, die rankt und das ist ja unser Gewinnerbeitrag. Das heißt, was ich jetzt machen würde, ich würde die Subthemen vom Glossar hier ergänzen, die Subthemen von gute Backlinks kaufen hier ergänzen und unter dieser URL dann wirklich den ultimativen Ratgeber zusammenführen und dann redirecte die anderen URLs da drauf und boom, plötzlich wird das Ganze viel besser performen. Und das ist was man hin und wieder oder vor allem für seine Main Topics machen sollte, weil es ist so oft, das sehe ich so oft bei Kunden, sie haben ein Hauptthema, ranken nicht über dieses Hauptthema, aber dafür haben sie 15 crappy Content Pieces auf ihrer Seite über dieses Thema. Und es ist viel praktischer, eine gute Seite zu diesem Thema zu haben und dort alles abzudenken, weil diese Vollständigkeit ist, was Google wirklich will. Weil da kann Google natürlich den User guten Gewissens hinschicken, weil dann weiß er, hey, da ist der User gut aufgehoben, da werden all seine Fragen beantwortet und überraschenderweise kommt er dann nicht zurück in die SERPs, sucht nochmal nach dem gleichen Begriff, weil ja all seine Fragen beantwortet sind. Und zu guter Letzt, oder der vierte Tipp zur Content-Lücke ist für das Aktualisieren von Inhalten. Es gibt schon ein Video über das Aktualisieren von Inhalten und da beschreibe ich auch, dass wenn man Content updatet oder regelmäßig updatet, dass er dann in der Regel, wenn es jetzt natürlich ein Keyword ist, wo Freshness wichtig ist, dass das einen Content-Update-Boost bringt. Plus, wieso ist es trotzdem auch sinnvoll, Content zu aktualisieren? Aus Sicht der Vollständigkeit. Es kann ja immer sein, dass es vor allem jetzt bei SEO, aber in vielen anderen Themen auch, da gibt es jetzt was Neues oder da hat sich was geändert. Und es sind schon Sachen, auf die Google achtet. Und wie wir das dann machen und was aus meiner Sicht die beste Variante ist, ich will ja jetzt nicht Sachen, wo ich schon perfekt rank, will ich jetzt nicht unbedingt aktualisieren, sondern ich will jetzt Sachen aktualisieren, wo ich am meisten Benefit davon kriege. Und am meisten Benefit kriege ich natürlich von einem Sprung in die Top, sagen wir mal 4. Da kriege ich am meisten Benefit. Ich würde sogar sagen in die Top 3, aber wir sagen jetzt mal Top 4. Das heißt, ich filter jetzt zum Beispiel, ich bin auf evergreenmedia.at, schaue mir die organischen Keywords an und filter nach Position 5 bis 10 und dann sehe ich, es gibt 164 Keywords, wo ich zwischen 5 und 10 rank in Deutschland und wir nehmen jetzt gleich das erste Beispiel. Wir haben einen Blogbeitrag, einen uralten, überraschend beliebten Beitrag über das Thema Alleinstellungsmerkmal. Jetzt ist das natürlich, würde man das jetzt ganz normal sehen, mir ist das Thema komplett wurscht, das werden wir auch nicht machen, aber als Beispiel ist es sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben diesen Blogbeitrag und der ist schon sehr, sehr alt und auf jeden Fall nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und wir wollen zum Beispiel, dass dieser Beitrag in die Top 3 rankt. Was ich dann mache, ist super einfach wieder. Ich klicke da auf SERP, dann klappt es mir die Suchergebnisse auf, dann kopiere ich mir da die Top 5 raus, die Top 5 URLs, die für dieses Keyword ranken, weil ich ranke ja dann auf Platz 6. Überraschenderweise kopiere ich es wieder in die Content-Lücke rein. Okay, das sind jetzt nur die Top 4, egal. Ich sage jetzt wieder, mindestens eines dieser Ziele soll für dieses Keyword-Ranking, was da unten angezeigt wird, mindestens eines dieser Ziele muss in den Top 10 ranken und wir ranken nicht für diese Keywords, weil was kriege ich jetzt dann? Ich kriege genau die Keywords, für die diese URLs ranken, aber meine Alleinstellungsmerkmal oder mein Blogbeitrag über Alleinstellungsmerkmal nicht. Das ist echt der Zungenbrecher. So, und dann sehe ich schon, hey, vielleicht verwende ich das Wort USP viel zu selten und Leute reden auch andauernd über Unique Selling Points
und verwenden irgendwelche anderen Synonyme und so weiter. Und da kriege ich jetzt schön zum Beispiel, was ich sicher auch nicht abgedeckt ist, was zeichnet mich aus, Beispiele. Und das sind einfach Beispiele für USPs. Und somit könnt ihr jetzt hingehen und sagen, hey, ich schreibe jetzt diesen Artikel entweder komplett neu oder ergänze ihn um diese Subthemen, reiche ihn ein, abrufe ihn durch Google in der Search Console, damit er schnell neu indexiert wird, und dann binnen kürzester Zeit, wenn ich es wirklich gut gemacht habe und wirklich einen ordentlichen Mehrwert reingepumpt habe, wird dieser Artikel dann besser ranken. Zum einen durch den Content Update Boost und zum anderen durch das, dass der Artikel ja vollständiger war als vorher. Natürlich kann ich jetzt nur zusätzlich recherchieren, vielleicht gibt es noch andere neue Subthemen, die anderen wieder nicht abgedeckt haben, um, sagen wir mal, noch sogar einen Vorsprung rauszuarbeiten, aber das ist schon mal ein guter Ansatz, um alten Content zu aktualisieren und zu überarbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einmal ein Video zu Ahrefs. Allein die Content-Lücke ist Ahrefs wert, weil es einfach super einfach ist, wie ich euch gezeigt habe, Vollständigkeit für Artikel zu erreichen, neuen Content zu recherchieren anhand der Konkurrenz, Content zusammenzuführen und natürlich alte Inhalte zu aktualisieren und zu boosten im Zuge dessen. Ja, ansonsten bitte natürlich unbedingt das Video liken, falls es euch gefallen hat, und natürlich den Channel abonnieren. Und ansonsten sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.